Hallo, Hundeinteressierten. Schön, dass ihr wieder einschaltet bei unserem Home Service live on stage aus der Hundeschule. Wie ihr wisst, bin ich nicht so der Typ oder der Vertreter für Gehorsamsübungen beim Hund. Ich neige eher dazu, den Hund die Dinge, die er kennen muss, so beizubringen, dass er selber erfahrungslernend die Verhaltensweisen zeigt, die von ihm entsprechend erwünscht sind. Der Vorteil ist dabei, dass die Lernergebnisse viel stabiler sind. Und heute möchte ich euch zeigen, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, dass gerade bei der Fütterung des Hundes viel Gehorsam entsprechend integriert wird, wie man ein Grundprinzip dem Hund vermitteln kann bei der Fütterung. Und zwar so, dass er eben Spannung, die sich häufig aufbaut, ein bisschen reduziert, trotzdem bestimmte Signale folgt und am Ende eben mit einer gewissen Selbstkontrolle dann natürlich eben weder den Halter anspringt, noch in irgendeiner Art und Weise das Futter einfordert. Warum, wieso, weshalb? Das ist heute unser Thema und natürlich zeige ich euch, wie ihr das an eurem Hund ausüben könnt. So, beim Futter ist es natürlich so, dass Hunde ein Talent besitzen. Und zwar erkennen sie Hundefutter sofort. Wahrscheinlich, weil auf den meisten Verpackungen auch Hundefutter draufsteht, geht ein Hund immer davon aus, dass es letztendlich für ihn ist. Und genau so benehmen sich dann eben auch einige Hunde. Das heißt, sie fordern es förmlich ein, sie springen den Halter an, provozieren sozusagen kratzen und springen und wer weiß was alles. Das führt häufig dazu, dass wir dazu neigen, dass wir jetzt aus dem Gefühl des Kontrollverlustes beim Hund daran arbeiten, dass er Sitz machen muss, dass er Platz machen muss, dass wir anfangen sozusagen den Hund in eine sogenannte Hemmung zu bringen, um dann letztendlich unfallfrei das Futter irgendwie zur Verfügung zu stellen. Für euch mein Tipp letztendlich, Futter nicht als eine Besonderheit darzustellen. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, je mehr ihr Futter beispielsweise tabuisiert, je mehr ihr letztendlich den Hund in eine Hemmung bringt, führt es dazu, dass ihr den Bogen einfach noch mehr spannt. Ne? Bleibt also in eurer Ausdrucksweise völlig relaxed, souverän, übt das ruhig ein bisschen und signalisiert euren Hund eigentlich, wenn er fordernde Verhaltensweisen zeigt, dass ihr nicht bereit seid, mit ihm darüber zu diskutieren. In dem Moment, wo ihr ihm das Futter dann zur Verfügung stellt, zeigt er ihm hingegen, dass er genau in diesem Moment kein Interesse mehr an diesem Futter hat. Dadurch sinkt der Wert des Futters und dementsprechend auch das Bedürfnis des Hundes, jetzt irgendwie am Napf rumzutoben, um ihn euch aus der Hand zu reißen. Ich hole jetzt mal die Karma ins Bild, die letztendlich mal sicherlich das Bedürfnis haben wird und zeigen wird, an dieses Futter hier in meiner Hand entsprechend zu kommen. Karma, hör! Hier bin ich! Guck mal, feine! So, ich signalisiere dem Hund jetzt eigentlich gar nicht, was er machen soll. Das heißt, der Hund fängt eigentlich an, in dem Fall eben kein Anspringen, aber sich hinzusetzen und überlegt, wie komme ich jetzt an dieses Futter. Ich senke dabei den Napf ein bisschen, lasse den Hund mal kurz dort rein und hebe letztendlich den Napf dann wieder an, wenn letztendlich seine Verhaltensweisen, wie gerade gesehen, zu wild werden. Das heißt, der Hund soll dabei eigentlich immer einen Nachteil erleben und wir sehen jetzt schon, dass an dieser Position Karma sich einfach anfängt zurückzunehmen. Ich biete ihr wieder das Futter an. Sie frisst ruhig und gelassen. Jetzt wird sie wieder ein bisschen wilder. Ich hebe den Napf einfach wieder ein Stückchen an. Das heißt, der Nachteil, der für den Hund dadurch sich abzeichnet, ist letztendlich oder verbindet er letztendlich mit seiner Verhaltensweise. Jetzt gehe ich wieder ein bisschen tiefer. Ist es mir zu wild, hebe ich den Napf wieder nach oben hin entsprechend weg. Ich kann auch mal die Position wechseln, indem ich mich einfach vom Hund wegbewege. Er letztendlich beobachtet die Situation, positioniert sich wieder entsprechend, aber ich bin nicht in der direkten Interaktion, in der direkten Kommunikation mit dem Hund. Wieder den Napf leicht abgestellt. Ihr seht, wie sich Karma jetzt eigentlich schon zurücknimmt. Und jetzt kann ich einfach, ohne dass ich ein Hörzeichen gebe, mich aus der Situation begeben. Vergrößere also den Abstand zum Napf,
Und jetzt kann der Hund letztendlich die Erfahrung sammeln, greife ich jetzt zu, greife ich jetzt nicht zu. In dieser Situation dürfte Karma jetzt die Entscheidung treffen, einfach ans Futter zu gehen. Sie wird von mir kein Freizeichen bekommen, weil sie hat von mir auch kein gesprochenes oder signalisiertes Tabu bekommen. Irgendwann trifft sie die Entscheidung, spätestens dann, wenn der Hunger groß genug ist. Da ist es jetzt. Jetzt frisst sie sozusagen dieses Futter. Jetzt kann ich mich auch der Situation mal wieder nähern. Einfach einen Fuß zwischen den Hund und dem Napf stellen, Napf wieder aufnehmen und dem Hund einfach auch signalisieren, dass ich jederzeit wieder derjenige bin, der dieses Futter letztendlich für sich beanspruchen kann. Und das Spiel fängt wieder von vorn. Das heißt, keine großartige Kommunikation. Es geht eigentlich nur darum, dem Hund zu signalisieren, wer behauptet, zu welchem Zeitpunkt das Futter. Und somit wird hier keine Anspannung aufgebaut, sondern eigentlich entwickelt sich der Hund in eine abwartende Position und nutzt den Moment der Momente. In dem Fall positioniere ich wieder das Futter. Greift der Hund zu, nehme ich es wieder in die Höhe. Erst wenn ich der Meinung bin, der Hund soll fressen dürfen, entferne ich mich aus der Situation ohne weiteres Hörzeichen. Das als kleiner Tipp von mir, um letztendlich die Anspannung und das Bedürfnis an Futter zu gehen, bei einem Hund unnötig entsprechend aufzubauen. Häufig erfolgt eigentlich über diese Gehorsamübung erst das Bedürfnis des Hundes, die Ressource Futter nach außen hin zu verteidigen. Und das wäre eine Variante, damit sich im Prinzip genau das erstmal nicht aufbaut. Also. Vielleicht ändert ihr das Fütterungsprinzip, falls notwendig. Wenn ihr keine Probleme in dieser Situation habt, besteht natürlich auch nicht die Notwendigkeit. Viele Grüße von mir und viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal, euer Enrico Lombardi. Kein Hund auf dieser Welt braucht das Sitzen lernen oder das Hinlegen lernen. Das kann er nämlich schon. Das, was er eigentlich lernen soll, ist, in einer bestimmten Situation mit einem bestimmten Signal genau diese Verhaltensweisen zu zeigen. Und genau darum stärkt. Und die dritte und wichtige Komponente, die geistige Anforderung des Hundes ein bisschen anhebt und ihm somit aus einer Dumpfbacke eine Intelligenzbestie werden lässt. Was machen wir denn heute, Sarah?